Unser 3G dazu bekommen. Die neue Normalität, in der die Filtertüte nur mehr im Lebensmittelhandel, Bank und Apotheke, Tankstelle und in den Öffis getragen werden muss. Ja, großartig, Dankeschön! Und Herr Nehammer, haben Sie heute am Freedom Day auf unsere Kleinsten im Land vergessen? Die am geringsten von der Pandemie betroffen sind, müssen weiter testen und teils Maske tragen. Habt ihr auf die Kinder, die ihr seit 2 Jahren gequält habt, ihnen die Kindheit gestohlen und sie physisch und psychisch drangsaliert habt, am Ende an diesem Freedom Day komplett vergessen? Diese Lebenszeit, die ihr uns allen gestohlen habt, das Leid, welches ihr über unser Land gebracht habt, die Verbrechen, die an dieser Bevölkerung begangen wurden, all das wird jetzt sicher nicht von euch im Keimerstück und mit Kriegsreportagen überschattet. So schnell wie es gekommen war,
habt ihr diesen Platz mit Hilfe der Propagandamedien mit einem neuen Angstthema befüllt: den Krieg in Europa. Dieser Freedom Day ist eine reine Augenauswischerei. Denn warum wurde dann die Impfpflicht heute nicht ausgesetzt? Aufgehoben und im Keim erstickt. Und nein, nein, es reicht nicht, wenn ihr die Impfpflicht aussetzt. Denn laut den Fragen des Verfassungsgerichtshofs und den Antworten von Herrn Mückstein ist es wohl nur mehr offensichtlich, dass ihr die österreichische Bevölkerung schwer betrogen und noch schwerer in ihren Grund- und Freiheitsrechten beraubt habt. Im Vorjahr wurde durch die Polizei und Militär bei Zahlen von 400 ganze Bezirke abgeriegelt. Nun reißt der Kalibe 35.000